set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Jugendliche, liebe Priester, alle ihr Jünger Jesu, die hier anwesend seid, das Geschehen ist, das wir heute hören werden, der Gedanke hat eigentlich den Gedanken der Menschlichen ins Unmögliche gesetzt, um den Begriff unmöglich zu bemalen oder sich selbst bewusst zu machen. In ihren Hieroglyphen den Menschen, der auf dem Wasser geht, als solches dargestellt. Aber für uns Christen ist das nicht unmöglich. Der Mensch, der auf dem Wasser geht, ist Jesus. Der Mensch, der im Geist geht, ist unser Jesus. Lasst uns darüber nachdenken, wo wir in unserem Herzen Jesus hinsetzen, ins Gebiet des Unmöglichen und Möglichen. Für uns Christen ist mit Jesus alles möglich. Für unseren Jesus ist alles möglich. Auch wenn Petrus ihn Bedingungen stellt. Wenn du es bist, Herr, dann sag, ich soll zu dir kommen. Jesus tut ihm die Hände reichen und sagt, komm. Das ist die Botschaft, die Jesus auch sagt, er streckt die Hände aus und sagt, kommt. Lasst uns Jesus die Hände ausstrecken. Unsere Mutter, wenn Jesus durch sie wirkt, meinem Vater, meinem Nächsten, jeden Brüdern und Schwestern. Lasst uns darüber nachdenken.
über unsere Schwächen, über die Schwierigkeiten, die Fehler, all das, was unser Herz erdrückt. Lasst uns um Vergebung bitten und lasst uns ein Opfer bringen für all unsere Familien, in dieses eucharistische Opfer hineinlegen. So lasst uns gemeinsam bereuen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich und erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo.
Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, du hast den heiligen Pfarrer von Ars die Geduld und Sorge eines guten Hirten gegeben, der sich für das Heil seiner Mitmenschen verzehrt. Hilf uns auf seine Fürsprache auch uns, in der Liebe Christi Menschen für dich zu gewinnen und zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern das ewige Heil zu finden. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, dein Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Numeri. In jenen Tagen redete Miriam und Aaron über Moses wegen der kuschitischen Frau, die er sich genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine Kuschiterin zur Frau genommen. Sie sagten: Hat etwa der Herr nur mit Mose gesprochen? Hat er nicht auch mit uns gesprochen? Das hörte der Herr. Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Kurz darauf sprach der Herr zu Mose: Aaron und Miriam, geht ihr drei hinaus zum Offenbarungszelt. Da gingen die drei hinaus. Der Herr kam in der Wolkensäule herab, blieb am Zelteingang stehen und rief Aaron und Miriam. Beide traten vor und der Herr sprach: Hört meine Worte. Wenn es bei euch einen Propheten gibt, so gebe ich mich ihm in Vision zu erkennen und rede mit ihm im Traum. Anders bei meinem Knecht Mose. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht, nicht in Rätseln. Er darf die Gestalt des Herrn sehen. Warum habt ihr es gewagt, über meinen Knecht Mose zu reden? Der Herr wurde zornig auf sie und ging weg. Kaum hatte die Wolke das Zelt verlassen, da war Miriam weiß wie Schnee vor Aussatz. Aaron wandte sich Miriam zu und sah, sie war aussätzig. Da sagte Aaron zu Mose: Mein Herr, ich bitte dich, lass uns nicht die Folgen der Sünde tragen, die wir leichtfertig begangen haben. Miriam soll nicht wie ein Totgeburt sein, die schon halb verwesen ist, wenn sie den Schoß der Mutter verlässt.
Da schrie Moses zum Herrn, ach, heile sie doch. Tada zavapi Mojsije Gospodinu, Bože, molim te, ozdravi je. Worte lebendigen Gottes. Thank you.
dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundo Matteo. Ono vrijeme, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace. Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen. Denn sie hatten. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann, mit ihnen zu reden und sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Darauf erwiderte ihm Petrus, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagt, komm, da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unter zu gehen. Er schrie, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Sie fuhren an das Ufer zu und kamen nach Genezareth. Als die Leute dort ihn erkannten, schickten sie Boten in die ganze Umgebung und man brachte alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu, malovjerni, zašto si posumnjao? Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar, a oni na lađi poklone mu se ničice govoreći, u istinu ti si sin Boži. Pošto preploviše dođu na kraju Genezaret, i ljudi ga onoga kraja prepoznaju, pa razglase po svojoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike, te ga moljahu, da se samo dotaknu skuta njegove haljine, i koji bi se dotakli, ozdravili bi. Verbum Domini. Christe. Thank you.
Liebe Jugendliche, alle ihr, die euch jung fühlt, ihr, die hier anwesend seid, die ihr verbunden seid mit uns im gleichen Geist, in Einheit, versammelt hier im Kleinen, die Kirche im Kleinen von allen Kontinenten, Zeiten der Welt. Ich habe mich immer gefragt und bis heute habe ich keine Antwort gefunden, keinen menschlichen Grund. Was ist es, was euch hier hält, 6 Tage unter dieser Sonne, an diesem Ort? Was ist es, was die Menschen anzieht in diesen 34 Jahren? Hier gibt es keine Naturschönheiten. Hier werdet ihr vielleicht nicht weisere Worte hören, Vorträge, Katechesen, aber hier erlebt der Mensch alles etwas anders. Und viele haben mir gesagt, wie ich das selbst erfahren habe, hier betet man leichter, hier öffnet man das Herz, hier erlebt man den Frieden. Da, wo die Mutter Gottes ist, da ist die Kraft des Heiligen Geistes. Viele sagen, hier fühle ich mich wie zu Hause. Der Mensch ist da zu Hause, wo er geliebt wird, wo er angenommen wird, wo er fühlt, dass ihm vergeben ist. Viele flüchten aus dem eigenen Zuhause, weil sie die Liebe nicht erleben. Gott hat uns gewebt in Liebe und deshalb sehnen wir uns nach der Liebe, nur er kann sie erfüllen. Wenn wir zum Wort Gottes zurückkehren, was wir gehört haben, ist die Lesung verbunden immer mit dem Evangelium. Das erste spricht über den Neid und das Evangelium spricht über die Angst, Misstrauen. Wir sehen in der ersten Lesung, Aaron und Miriam sind Mose neidisch, wegen irgendeiner Frau aus Äthiopien, die er geheiratet hat. Deshalb werfen sie ihm vor, Gott hat doch nicht nur zu dir gesprochen, auch zu uns. Der Neid spricht aus ihnen. Und diesen Neid möchten sie verbergen wegen irgendeiner fremden Frau. Der Neid ist verborgen. Der Neid will dem Nächsten schaden, will aber das eigene verbergen. Das Evangelium sagt, dass er Jesus getötet wurde aus Neid, denn sie verformt das Herz. Unsere Augen, unseren Blick bringt den Hass hinein. Und mit dem Neid ging der Tod in die Welt. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass auch Kain neidisch war an seinen Bruder Abel. Der Neid bindet uns. Wir sind versklavt. Was kann uns befreien? Gerade heute Nachmittag hat man aus der Gemeinschaft Cenaclo gesprochen, vor allem Marco. Liebe Jugendlichen, wenn ihr euch jeden Morgen in den Spiegel anschauen könntet, euch umarmen könntet, euch annehmen, in euch die Gabe des Lebens erkennen, die dir gegeben wurde. Es gibt keinen wertvolleren, größeren Schatz, mich selbst zu umarmen, aber auch zu sagen, demnächst, ich liebe dich, ich wünsche dir Gutes, du bist mir eine Gabe. Das hat sehr häufig geschrieben und gesagt, der heilige Johannes Paul II. In seinem Brief, wo er ein ganzes Programm für die ganze Kirche gibt, uns Christen, den Gläubigen,
Wenn er über die Spiritualität der Einheit spricht, dann sagt der Papst, die Spiritualität der Einheit ist der Blick des Herzens auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit, die in dir wohnhaft ist. Das ist der Blick auch auf den anderen, den Bruder, Schwester, das Licht, das sich widerspiegelt auf dem Gesicht. Das heißt, die Spiritualität der Einheit bedeutet, im Nächsten eine Gabe zu sehen, alle Gaben, sie zu sehen, als Gabe für mich, nicht nur die Brüder und Schwestern, die diese Gabe empfangen haben, sondern nur so ein Blick macht uns zu Brüdern und Schwestern. So ein gereinigter Blick, wenn wir erkennen können, das eigene Leben mit den ganzen Gaben, die wir tragen, die wir haben, die uns gegeben sind, dann können wir die Gabe des Nächsten erkennen. Die erste Lesung sagt, dass Mose wirklich der demütigste Mann war von allen Menschen auf Erden, der Sanfte. Und das bedeutet, dass er von seinem Ego befreit war, von seinem Ich, von seinem Hochmut. Und weil er so leer war, konnte Gott in ihm wirken, vollkommen wirken. Und deshalb ruft er Neid hervor. Das Gute und der Erfolg des Menschen tut Neid hervorrufen bei seinem Nächsten. Und das ist die Lehre, um das umsonst. Das ist die Botschaft der ersten Lesung. Befreien von unserem Ego, das ist eine Arbeit für unser ganzes Leben. Das Evangelium bringt uns zurück auf den See Genezareth. Jesus hat seine Jünger gesandt im Boot und er hat die Menge entlassen. Und danach ging er beten in der Einsamkeit an einen einsamen Ort. Er hat die Jünger sich selbst überlassen, obwohl es Gegenwind gab. Dieses Geschehen ist, tut die erste Kirche, hat die erste Kirche wie folgt so gelesen, weil sie selbst konfrontiert war mit Gegenwinden, mit Verfolgungen, vor allem die ersten Christen. Und dieses Bild ist die Botschaft an die erste Kirche, die Kirche an die ganze Welt, jedem Christen, dir und mir, dass eine Botschaft, dass Jesus nie abwesend ist. Die Botschaft, dass Jesus immer anwesend ist mit den Seinen und dass er sie nie zurücklässt. Das Evangelium ist nicht da, um wieder zu erzählt wird, sondern dass man es durchlebt, immer von Neuem erlebt, dass wir in das Evangelium eintauchen, wo es um uns geht, unser Leben. Und das ist der einzige Unterschied zwischen dem Evangelium, der Bibel, jedem einzelnen der Bücher. Das Evangelium, das Wort Gottes, möchte Mensch werden, möchte geschehen, immer von Neuem, in deinem, in meinem Leben. Lasst uns versuchen, mit den Gedanken, mit Herz, Geist, Fantasie in dieses Boot einzusteigen, in deine konkrete Situation. Vielleicht durchlebst du Gegenwinde. Vielleicht erlebst du, dass das Boot deines Lebens auf stürmischer See ist. Vielleicht erlebst du Angst um dein eigenes Leben, Verlust der Arbeit, bist belastet durch Kreuze, zwischenmenschliche Verhältnisse. Vielleicht trägst du eine Last, erlebst, dass du den Boden unter den Füßen verlierst. Jesus aber ruft dich, komm, wie Petrus. Im ersten Moment erkennt man Jesus nicht. Sie erkennen ihn nicht. Sie haben Angst, sie sehen nicht klar.
Petrus möchte sich überzeugen, ist das der wirkliche Jesus, den er kennt? Und er sieht seine Stimme, komm, Petrus. Petrus hätte auch sagen können, Herr, ich weiß, dass ich auf dem Wasser gehen kann, aber ich bleib lieber im Boot sitzen. Da ist es sicherer. Und doch traut er sich hinauszugehen. Das ist der Glaube, nämlich nicht im Boot zu bleiben. Der Glaube, das ist den ganzen Menschen, sein Leben, auch das Risiko, wenn ihr das wollt. Und während sie Jesus anschaut, kann Petrus gehen. Brüder und Schwestern, immer war zeichenhaft dieses Evangelium auch für mein persönliches Leben. Ich kann sagen und Zeugnis dafür ablegen, dass meine Berufung hier geschehen ist. Dass der Samen hier in Medjugorje gesät wurde. Schon bei mittleren Schule habe ich mich immer irgendwo angezogen gefühlt. An diesem Ort war das Leben nicht so beweglich und es gab nicht so viele Autos. Und ich habe mich bemüht, jedes Jahr wenigstens einmal nach Medjugorje zu kommen. Und dort habe ich erlebt, dass das Gebet nicht ein Monolog ist. Nicht nur mein Sprechen an irgendjemanden, der da so fern ist, unwirklich in den Wolken, der vielleicht mein Gebet hört oder vielleicht auch nicht. Wenn du erlebst, dass das Gebet ein Dialog ist, dann geschieht etwas, wird in dir erweckt. Ich kann für mich selbst sagen, ich wollte nie Franziskanerpater werden und auch nicht Priester. Ich kann sagen, dass ich diese Berufung nicht auserwählt habe. Auch wenn es heißt, dass jede geistige Berufung erbeten wurde. Jemand hat gebetet, jemand hat Opfer gebracht, Tränen vergossen, ein Opfer. Jesus sagt, betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeit in die Ernte sendet. Ich weiß nicht, wer alles für mich gebetet hat, aber ich kann es mir so ungefähr vorstellen. Und doch führt Gott jede Seele wie meine und er hört nicht auf, sie zu führen. Als ich ein junger Mann war, mittlere Reife beendet habe, die Fakultät eingeschrieben habe, wie jeder junge Mensch, sucht man seinen Weg, die nicht immer klar ist und er weiß nicht, wo dieser Weg gehen soll. Du suchst, hörst auf die anderen. Ich habe auch eine Fakultät eingeschrieben, Maschinenbau, und dann war Verpflichtung Militär, dann war eine andere Idee, ich habe eine Arbeit gesucht und habe sie gefunden in Zagreb. Ich habe gearbeitet und ich habe darüber nachgedacht, ich war in so einer Art Krise des Suchens meines Weges. Wenn ich eine Arbeit finde, dann wird die Krise vorübergehen. Aber die Krise ging nicht vorüber. Ich suchte etwas und ich kann nicht sagen, was ich suchte. Erst wenn der Mensch zurückschaut, dann wird ihm das klar. Wenn er das durchlebt, kann er nicht vollkommen klar sehen. Ich habe nicht nur zu Gott gebeten, ich habe geschrien, ich habe mich mit ihm gestritten. Er schien mir so, als wenn er sich versteckt hätte. Bis eines Tages, Gott sprach nicht, während ich betete, nicht während ich in der Kirche war, auch wenn ich vielleicht erwartet hätte, dass so passiert. Er sprach zu mir, während ich im Weinberg arbeitete. Bei meinem Onkel, ich habe ihm geholfen, als ich einen freien Tag hatte. Im Weinberg. Ein zeichenhaftes Bild. Ich habe nichts gehört, ich habe nichts gesehen. Ich habe nichts getrunken, es war Morgen. Aber es war so mächtig, so klar in mir. Und ich habe sofort 1000 Gründe gefunden, warum ich das nicht werden kann. Wie schön das ist. Ich fühlte mich frei, Gott Nein zu sagen. Wenn Gott die Seele berührt, dann lässt er sie frei. Wenn der Böse anzieht, dann tust du dich so gebunden fühlen, versklavt. Du fühlst dich so, als wenn du nicht anders könntest.
Gott aber befreit deine Freiheit. Und ich habe Nein gesagt. Aber ich habe mit diesem Nein sehr gekämpft. Es gab einen Unfrieden. Es war nicht alles klar. Ich wollte eine Sicherheit vom Verstand her. Ich habe immer gefragt, ist das was von mir? Habe ich das erlebt? Oder ist das von Gott? Und keiner gab mir eine Antwort. Ich konnte sie mir selber nicht geben. Aber wenn Gott ruft, dann sendet er dir immer irgendjemand. Ich habe meinen Eltern das erzählt. Sie haben sich gekreuzigt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was mit dir passiert? Bist du denn überhaupt normal? Fällt es dir schwer zu arbeiten? Sie haben mir 1000 Fragen gestellt und ich habe keine Antwort gekannt. Der Einzige, mein Pfarrer dort, war glücklich deshalb. Und ich war auch glücklich, weil mich wenigstens jemand verstanden hat. So habe ich eine Bitte geschrieben, habe es zum Provinzialat gesandt und mein Pfarrer hat gesagt, du gehst arbeiten und wenn die Bitte positiv ist, dann lass die Arbeit liegen und wenn negativ, dann mach einfach weiter mit dem Arbeiten, als wenn gar nichts passiert wäre. Ich bin arbeiten gegangen und da begannen meine Zweifel. Was habe ich bloß angestellt? Bin ich normal? Kommt das von Gott? Ist das was von mir? Ich habe dann immer gebetet, bitte, bitte Herr, lass mich hier arbeiten weiterhin und dass meine Bitte, mein Brief abgelehnt wird. Nach 15 Tagen hat der Pfarrer gesagt, tu die Arbeit kündigen, du bist aufgenommen. Und dann habe ich gesagt, Gott, du hast mich betrogen. Gott kann manchmal auch betrügen für unser Gutes. Wir wissen nicht, was für unser Gut da ist. Alles uns zum Guten. Wir trauen uns nicht zu springen, wie Petrus. Deshalb ist dieses Gehen Petri auf dem Wasser so ein besonderes Zeichen für mich. Solange wie ich Jesus angeschaut hatte, habe ich Kraft gehabt zu sagen, ja, ich will, ich bin da und dann kommen die Wellen, Wind, Begrenzungen, Schwächen, Ängste und dann bin ich langsam untergegangen. Und dieses Gehen auf dem Wasser hört nicht auf, Brüder und Schwestern, bis zu unserem Tod. Deshalb bitte ich euch, bleibt nicht im Boot. Traut euch, aus dem Boot herauszusteigen. Selbst wenn ihr untergeht, er ist nah, um euch aufzuheben. Amen. Brüder und Schwestern, Gott hat uns durch seinen Sohn Jesus Christus dieses Mal der Weisheit bereitet. Dankbaren Herzens an diese große Gabe, lasst uns unsere Bitten an ihn wenden. W oczekiwaniu na synod biskupów o rodzinie, módlmy się za nas młodych o dobre rozeznanie naszego powołania. Szczególnie za tych, których Pan zaprasza do życia w małżeństwie. Prosimy o dobre i święte rodziny, z których wyrosną święte powołania kapłańskie i zakonne. Polecajmy również czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, by wylało owoce duchowego odrodzenia młodych całego świata. Ciebie prosimy. Maria, prosimo te, isprosi nam pri Bogu milosti za mlade iz celega sveta. Naj nam molitev rožnega venca v naših župnijah pomaga prepoznati pravo pot v življenju. Prosimo, Gospoda. Pela paz em cada coração, em todas as crianças e jovens, em todas as famílias e comunidades, em todos aqueles que vivem os seus lutos e em toda a Igreja, oremos ao Senhor.
Seigneur, nous te prions pour que ce festival ressource la foi des jeunes désireux d'évangéliser, afin qu'ils deviennent de vrais témoins du Christ dans le monde. Que la grâce de Medjugorje touche les jeunes qui ne connaissent pas Jésus ou qui se sont éloignés de lui. Qu'ils redécouvrent la joie et la paix du Christ par notre témoignage. Seigneur, nous t'en prions. Béke királynője, oltalmaz Szent István népét Magyarország határain belül és kívül. Add, hogy az összetartozás egysége jellemezze a magyar társadalmat. Kérünk, jár közben Szent Fiadnál a magyar családokért, fiatalokért, hogy felismerjék az Isten által számukra készített utat, és meg tudják különböztetni a jót a rossztól. Magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи, дай мир в серце кожного з нас. Господи, дай миру, злагоди і любові всім сім'ям. Господи, дай миру, спокою і навернення Божого всім державам. Господи, хай буде Твоя свята воля, як на небі, так і на землі. Тебе просимо. Pane, prosíme ťa za pokoj, uzdravenie a požehnanie našich rodín skrze mocný príhovor Panny Márie. Prosíme ťa, vyslíš nás. Herr Jesus Christus, lass uns hier an dem besonderen Gnadenort das Herzensgebet neu entdecken, dass wir daheim in unserem Alltag Hoffnung aus dem Gebet schöpfen und andere Jugendliche, wo durch die vielen Ablenkungen in der Welt ruhelos und orientierungslos sind, Zeugnis von deiner Liebe geben. Jesus, wir bitten dich. منصلي يا رب من أجل الشرق الأوسط المتألم ومنذكر يا رب بلدنا لبنان يلي قال عنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. لبنان أكثر من بلد، لبنان هو رسالة. أعطينا يا رب بهالسنة المخصصة للحياة المكرسة أنه تنمى الدعوات بقلب بيوتنا وعيالنا وتزهر براعم قداسي بأديارنا ورعايانا حتى نقدر نقدم لك كل ذاتنا أنت يا كل البداية ويا ملء النهاية ونكون أمينين لوديعة الإيمان بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة لبنان ومار شربل وكل القديسين إلك يا رب منصلي. Za své progoněné křesťany. Alle verfolgten Christen, Herr Jesus, schenke ihnen Kraft, Ausdauer und Liebe im Bezeugen deines heiligsten Namens, wir bitten dich. Familiensynode, Herr, dass sie durch deinen Heiligen Geist durchdrungen ist. Umgeleitet wird, wir bitten dich, Herr und Gott, du tust alle Menschen zum Mahl einladen in deinem Königreich. Erhöre unsere Gebete, hilf, dass wir die Stimme deiner frohen Botschaft sehen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Selig, die zum Mahl des Lammes geladen sind. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Zur heiligen Kommunion. Bitte an die Priester. Bitte geht dorthin, wo die Volontäre euch hinbringen. Erst die Priester hier am Altar empfangen die Kommunion und dann die vor dem Altar beiden Gestalten durch eintauchen. Bitten alle Gläubigen, richtet euch nach den Volontären und legt die Wege an, dass die Priester zu euch kommen können.
grace comes with one, our Lord God, and his name is Jesus. Pomolimo se. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, Svemogući Bože, in den Heiligen Gaben empfangen wir neue Kraft. Bleib bei uns in einer Gefahr und versage uns nie deine Hilfe, damit wir der ewigen Erlösung würdig werden. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Ein paar Informationen. Als erstens, eine Person ist verloren gegangen, Elena Vandakova aus der Slowakei. Man wartet bei der Sakristei auf sie. Bei der Sakristei wartet man auf sie. Heilige Messe heute Abend hat Pater Ivan Maric aus Chitl geführt und gepredigt hat Pater Ljubo Kurtovic. Nämlich Pfarrer in Veljaci und es war Pater Antonio Schakota da. Und in Konzelebration waren heute Abend 540 Priester.